So, weil jetzt mit einer Runde Entropia of Life. Ich will irgendwie immer sagen, Pandoria of Life. Ich weiß nicht warum, aber Pandoria, glaube ich, war gar nicht mal so geil als Server, deswegen wäre es ein bisschen, naja, bisschen eine Abwertung, denke ich mal, oder? Keine Ahnung. Ich habe den Server, glaube ich, nie gespielt. Oh. 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 Okay, ich glaube, das war jetzt gerade sogar echt ein geiler Reward. Bin mir ganz sicher. Der Ringmaster kriegt 30% Online, 30% EXP. Okay, das geht eigentlich. Poseidon, okay. Platin 2. Also ich brauche auf alle Fälle noch, ja, schon noch ein paar hundert. 2,5k brauchen wir. Ich war auf alle Fälle ein bisschen unterwegs, deswegen ist es halt auch wieder. Okay, wir haben jetzt genau 0 Uhr. RIP. Naja, die Zeit vor Weihnachten ist einfach immer stressig und. Ach, ihr kennt sie wahrscheinlich selbst. Ist einfach stressig. So, genauso stressig, wie es jetzt aktuell mal ist, in die Party reinzukommen. Oh wow. Amazing. Ich hätte jetzt gerne eine Party gehabt, aber habe bemerkt, ups, scheiße, bin noch in der Party drin. Okay, also die Spawns im Tower sind echt nicht so geil. Also ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, was ich gerade mache. Aber also verglichen zu, was war letztens? War das Darkon? Ich glaube, Darkon war es, oder? Wo die Spawns halt wirklich richtig. Ah, das, B1 war es. In B1, glaube ich, wurden die Spawns leicht erhöht. Leicht, ich denke mal sogar verdoppelt. Und warum ich jetzt schon zwei Buff-Pads, lol. Ich bin mir nicht sicher, warum. Warum auch immer, keine Ahnung, ich bin mal. Ich. Egal. So, wir sammeln auf alle Fälle alles ein: Questies und Co. Ich glaube, 6000 davon bringen dann irgendwie. Keine Ahnung, was waren das? Einige Perien auf alle Fälle, was ziemlich cool ist. Und. Klar, nutzt natürlich aus, wenn es geht. Kommentrolllevel noch aktiviert, also gerade zumindest mal gekappelt. Und. Genau. Hab halt auf alle Fälle auch noch was bestellt. In-game. Im Internet. Ja, das Internet ist ein Spiel. Nur um zu merken, ups, scheiße. Das Ganze kommt dann am 28. und nicht mehr am 24. und das Ganze nur wegen ein paar Stunden. Normalerweise bin ich jetzt so keiner, der irgendwie am letzten Tag bestellt, aber. Naja. Passiert. Sollte nicht passieren, ist dumm und so, aber es passiert einfach mal. Naja, egal. Wie dem auch sei. Ich war noch eine lange Zeit in Österreich. Alles Mögliche noch gemacht, angekauft und dann noch geschaut nach Weihnachtsgeschenken und so. Hat allerdings nicht so ganz funktioniert. Beziehungsweise es hat schon funktioniert, nur was normalerweise in Österreich billiger ist, ist einfach da, also entweder genauso teuer oder es ist einfach generell teuer. Zumindest im Internet war das Ganze einfach um einiges billiger und naja, ich sag mal so, wenn ich dann im Internet ungefähr oder auf Amazon nicht mal ein Drittel zahle oder teilweise gar unter ein Drittel, dann ist es definitiv ein Grund, für mich zumindest online einzukaufen. Okay, gut, da kommen noch Versandkosten mit dazu. Ich glaube, Umsatzsteuer war noch nicht mit dabei. Und sagen wir mal so, ich habe ungefähr, glaube ich, so unterm Strich, ja, je nachdem, jetzt nicht pauschal, aber. Sagen wir mal so 50 bis 60, 50 bis 65% weniger gezahlt. Und ich meine, es ist halt irgendwie schon ein Grund zu sagen, ja, scheiß drauf. Und. Ach Gott, das levelt er hier auch noch. Alter, macht er viel Damage. Da kann ich nicht mithalten. Ich bin natürlich auch gerade auf Channel 1, was jetzt nicht so schlau ist. Hier ist natürlich wieder ja jeder und wirklich absolut jeder gefühlt. Ich dachte mir jetzt noch schnell für die paar 100 Chips da zum Farmen. Das geht schon. Aber. Also jetzt macht doch den Skill. Oh wow. Immer wenn ich aufnehme, irgendwie dauert nicht lang, ein paar Minuten, bam, Maintenance. Okay, zumindest in 30 Minuten, damit kann ich leben.
Das ist eigentlich sogar ziemlich okay. Also maximal 0 oder 4 und in 30 Minuten ist das Ganze dann eben. Und ja, damit kann ich leben. Ich bin froh, dass ich jetzt angefangen habe und nicht noch später. Ich muss noch duschen. Ja, ich weiß, es ist 0 Uhr. Nicht so geil, aber ja. Poseidon, wir können gerne mal leveln. Allerdings, wenn du es zumindest gerade mal siehst, wir brauchen mal irgendwie irgendeinen Zeitpunkt dafür. Vielleicht, wenn ich mal streame oder so. Die Skills, die sind voll komisch, die aktivieren sich nur. Ah, okay, die Posi-Bugs aktuell. Hier, Zenith meinte, die arbeiten aktuell am Server und deswegen kommt es jetzt zu Lags und Posi-Bugs und weiß der Geier was. Und ich sollte dann lieber halt eben die Channel durchswitchen, wenn es eben nicht. Sorry. Wenn es eben nicht funktioniert. Und. Naja, okay. Wie dem auch sei. Könnte ich jetzt machen. Allerdings bin ich gerade schon voll im Leveln oder voll im Farmen zumindest. Naja, oder irgendeine Mischung aus beidem. Und jetzt gerade mal wechseln ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen blöd. Deswegen. Ja. Wir bleiben einfach hier und das passt schon. Dieses Stuff. Naja, gut. Ich meine, ich überlege die ganze Zeit, was wir noch awaken könnten. Könnten noch hier diesen Umhang awaken. Ich meine, haben wir eh nicht mehr lang, aber. Crit Damage, ach, das ist er. Huhu. 10 End, okay. 10 End ist worth. Hat uns ein Damage um unglaubliche. Ich glaube nicht mehr um 1000 erhöht. Naja, okay, gut. Ich meine, gut, 10 End setzt 1000 Damage, das ist, glaube ich, auch ein bisschen viel verlangt, oder? Ich meine, gut, 110k Damage. Wäre jetzt gar nicht mal so viel verlangt, oder? Alter. Andererseits, ich weiß es nicht. Also, man macht hier generell nicht so viel Damage. Also, zumindest gefühlt. Okay, wir haben jetzt natürlich noch keine Sockel und Co. Deswegen. Warte mal, apropos, wir haben noch keine Sockel. Ja, lol. Wir machen aktuell 105er Set an, welches plus 0 ist. Und. What? Warum vor allem? Warum sockeln wir eigentlich nichts rein? Hä, sind wir irgendwie komplett neben der Spur oder so? Also, das war jetzt eine Frage, auf die ich die Antwort eigentlich schon weiß, aber ich würde sagen, wir machen auch schnell die. Mann, was ist denn los? Die 2,5K Chips voll und dann sockeln wir uns hier erstmal 16, beziehungsweise wahrscheinlich sogar 18. 18. Jo, es ist spät. 28% Attack rein. 28 sind's, oder? 28, ja. Und ich denke, das sollte man auf alle Fälle ein bisschen mehr Damage machen. Dann kommen wir vielleicht auch den One-Hits ein bisschen näher. Das Set vielleicht nochmal upen auf plus 10. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Zenith hat mir mal hier irgendwie eine Roadmap geschickt, was schon mal super ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ob ich die noch habe. Also, ich finde gerade auf solchen Hybrid-Servern, das ist immer super wichtig, wenn man einfach eine Roadmap hat. Versagen hat er eben nicht. Alter, jetzt. Come on. Was ich jetzt persönlich jetzt nicht so geil finde. Aber es ist definitiv mal ganz cool, wenn man halt eben weiß, okay, hier und hier. Erst den Dungeon, dann den und den und so. Und ich meine, klar, viele Server-Admins reden immer davon. Mich selber ausprobieren und so und ist auch mal cool und keine Ahnung. Ich würde nicht sagen, dass es nicht so ist, aber andererseits ist es auch schon echt ein bisschen nervig und. Not enough Pena. Das System könnte implementieren, dass man automatisch mit Pairing kaufen kann. So, S-Protect. Keine Ahnung. Erstmal geht es gerade mir um die Sockel. Man droppt, glaube ich, keine Moonstones. Hier sind Moonstones. 1000, da haben wir nochmal vielleicht schnell 4 Lightning Cards. 7% sogar. Okay, alles klar. So. Equipment. Ich muss mich ja erstmal dran gewöhnen, dass man. Ach, das geht mit dem ersten Versuch. Oh, RIP. Das heißt, du hast einfach viel zu viele Dinger gekauft. Ja, der Nachteil an diesem Tapped Inventory ist, dass man halt super viel im Rumklicken ist und hier gerade reinzockeln und so dauert halt echt ewig.
Das ist echt ein großer Nachteil, finde ich. 5,5k Attack. Wow. Es geht alles nur mit One Try. Oder mit ein Try. Mit One Try, alles klar. Okay, das kann es bloß dauern, bis wir es alles drin haben. Oder einfach irgendwie, dass man irgendeine Taste drückt und einfach alle 10 reinsockeln kann. Das wäre natürlich jetzt auch super. So ein bisschen Quality of Life wäre auf alle Fälle gar nicht mal so schlecht. Oh wow, vor allem kriegen wir jetzt haufenweise Casten dazu. 3. Falsche Info, oder? Man kriegt 3% Cast, nicht 2% Cast. Bug found. Kriegt auch ein bisschen mehr End, glaube ich, dazu, oder? Ne, End ist gleich. Man kriegt nur 3% Cast dazu. Okay. 3% Cast ist schon eine Menge. 30% Cast haben wir jetzt momentan. Na gut, okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie viel das wir dann gleich mit dem Setter haben. Ach genau, gibt es das System auch wieder, dass man hier eben diese speziellen Sockelsteine hat. Oder wie heißt die? Diese speziellen Diamanten und Co. Finde ich persönlich ein interessantes System. Lol, das Ding kann failen. Lol, das Ding ist gerade nochmal gefailt. What? Interessant. So, und rauf bis plus 10. Und machen plus 10. Nice. Lol, der HP-Bonus ist einfach mal dezent. 20% HP, 15% Block gerade, ist eigentlich ganz normal. Allerdings fühlt sich es irgendwie schon ziemlich extrem an. Okay, bufft uns ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller zumindest. Also man merkt schon ein bisschen die Lags momentan, aber naja, 147% Cast haben wir aktuell. Okay. Außerdem erwecken wir vielleicht das Zeug hier nochmal schnell. Besten mal schnell mit Int drauf oder so. Int wäre natürlich perfekt. Okay, was, es dauert natürlich jetzt wahrscheinlich ewig hier was. Okay, geht sogar. Einmal Int. 50 Attack. Ach, come on. Nochmal 7 Int. Ich meine, gut, es sind hier nochmal 28 Int mehr. Das ist jetzt, glaube ich, schon. Ja, es ist nicht die Welt, aber es ist schon einiges. Könnte sogar 10. Ach, fuck, ich hab's gecancelt. Ja, 10 oder auch 8 Int erwecken. Das heißt, wir könnten theoretisch sogar 40 Int rausholen. Dann testen wir kurz den Damage und Cast Time. Ach, Beats haben auch keinen drin und so. Naja. Oh, okay. Also rein theoretisch, die Cast haben wir sogar ziemlich nice. Wenn es ein bisschen besser casten würde. Alter, unser Damage ist immer so raufgegangen. Von 92k auf 118k. Holy moly. Okay, ich hit das Ding einfach, alles klar. Naja, wir brauchen immer 3 Hits. Müssen wir mal schauen. Ansonsten, damage-mäßig kann man nichts mehr jetzt. Also wir könnten schon noch einiges machen und so, aber jetzt nicht mehr so viel irgendwie. Zumindest, wir können mal schnell schauen, wie viel das Beats kosten. Meint ihr letztens nicht, Zenith, die Beats kosten nicht viel? Oder? Möbel. Floor, Walls. Speed auf alle Fälle, definitiv Speed. Dex, Stamina, what the fuck? Stamina. 15 Decks oder what the fuck ist das? Ganz komischer Bonus irgendwie. 7 Stamina, 82 Attack, oder? Gibt es irgendwas Besseres? 10 All Stats. Ich glaube, Attack bringt mehr als All Stats. Defense Rate 15%. Int plus 15. STA plus 15. Ach, die grünen Möbel, glaube ich, sind mal den besseren, oder? Stimmt. Naja, egal. Power-Ups, okay. So, dann ab der Power.
15 Attack mehr. 15% Attack mehr, sagen wir so. So, Speed. Ah ja, spüre mehr. Ist ja bloß 15. Lol. Hat er denn funktioniert? 155 STA, okay, funktioniert nicht. Oder die Info ist einfach falsch. Ich könnte auch sagen, dass es einfach irgendwas anderes bringt. 280 Attack. Hä? Was bringt der ganze Müll? Oder das Ding bringt Speed. 15% Speed bringt das Ganze. Okay, das bringt Defense. Das Sofa bringt was? Dex und was war es gerade? Dex und. Ach, keine Ahnung. Ne, STA war das gar, lol. Das war das STA. Keine Ahnung, ganz komisch. So, dann holen wir uns noch kurz ein paar. Was ist das mit dem Scroll of U-Protect? Okay. Interessant. Exchange, na, was war das hier? Buyback, achso, okay. Trade. Puh, wo gibt's denn hier jetzt irgendwie Beats? Beats. Exchange. Holy moly. Awakening, okay, das ist klar. Recycling. Soul Reaver Upgrade, was ist das für ein Ding? Wow. Ich kann das mit einem französischen Server. Okay. Platin Level. Hey, hier meinte doch einer, es gibt ja eigentlich Beats, oder? Wo könnten die sonst sein? Santa, Exchange. Vielleicht gibt's da Beats. Könnte sein, oder? Oh, da gibt's brutale Beats. CS-Pad Lucky Box, okay. Wings. Alles mögliche gibt's hier auf alle Fälle. Trade. Wo gibt's Beats? Ach, das war der Modemaster. Gildenhaus. Alchemie. Keine Ahnung, ich finde keine Beats. Wenn ihr wisst, wo man Beats kriegt, schreibt es bitte in die Kommentare. Keine Ahnung. Naja, wir probieren es auf dem nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFlyP.